Medaille holen? Das ist die Frage. Es geht knapp 2:10, bis wir Näheres wissen. Rosamilia, eine Meisterschaftsläuferin, Laure Hoffmann mit einem unglaublich starken Endspurt und Audrey Vero mit viel, viel Potenzial. Sie ist schon 53:0 gelaufen in dieser Saison über die 400 Meter, 2:03 über die 800 Meter. Und wer zwingt wem die Führung auf? Es ist Valentina Rosamilia, die an die Spitze geht. Die will es nicht allzu langsam machen. Audrey Vero auf der zweiten Position und Laure Hoffmann auf Platz 3, die das Ganze von hinten kontrolliert. Dann eine ganz, ganz kleine Lücke. Simone Lalor, die da hinter Laure Hoffmann sich positioniert, hat das Tempo nicht extrem schnell, aber doch eine gute Pace, die da gelaufen wird. Delias Glabas schiebt sich jetzt nach vorne, richtig untypisch für sie. Sie hat vielleicht noch ein bisschen Müdigkeit in den Beinen, muss jetzt auf Bahn 2 versuchen, an Lalor vorbeizulaufen. 400 Meter in rund 65 Sekunden, also nicht allzu schnell. Die Spitze, Audrey Vero jetzt an der Schulter von Rosamilia und im Windschatten ist es Hoffmann, Vero mit Temposteigerung. Jetzt setzen sie sich ab und die Lücke zu Sklabas ist schon relativ groß. Rosamilia, die hat Mühe jetzt dran zu bleiben, vorne Vero mit Tempoverschärfung. Hoffmann kann kontern und Sklabas kommt langsam zurück. Eine Runde ist noch zu laufen. Vorne der Kampf um Gold und Silber. Laure Hoffmann gegen Audrey Vero. Und Rosamilia kommt noch einmal auf. Hoffmann mit dem Antritt kurz vor der Zielkurve. Vero hält dagegen, macht sich jetzt breit. Es ist Audrey Vero, die an der Spitze liegt und gewinnen wird. Audrey Vero holt sich hier ihren ersten Titel. Und was in souveräner Art und Weise, in was für einer Zeit, 2:04:94. Hoffmann auf Platz 2 und dann Rosamilia holt sich Bronze. Audrey Vero, die junge Athletin von SEA Belfo, Jahrgang 2004, gewinnt und wird sicher Michel Herren gleich Red und Antwort.